Ich bin reich. Ich bin steinreich. Zumindest wenn ich dem Buch Jesus Sirach glauben darf. Das ist ein Buch der Weisheitsliteratur des Alten Testaments. Und da steht: Ein treuer Freund ist wie ein festes Zelt. Wer einen solchen findet, hat einen Schatz gefunden. Ich habe heute drei Schätze gefunden. Oder um genau zu sein, gefunden habe ich die nicht, denn die hatte ich schon vorher. Ich habe sie sozusagen gehoben. Zwei Freunde und eine Freundin hatte ich heute an meiner Seite und deswegen bin ich reich. Das begann am Morgen mit einem Telefonat mit einem meiner Freunde. Und dieses Telefonat hat mir gut getan. Da konnte ich meine Sorgen und meine Probleme bereden. Und da gab es jemanden, der hat mir gut zugehört. Am Abend hatte ich nochmal ein Telefonat mit einer Freundin von mir. Und das war ein sehr wohltuendes Telefonat, weil wir viel gelacht haben und uns die neuesten Neuigkeiten erzählt haben. Und das hat auch gut getan. Und am Nachmittag hatte ich sogar Besuch von einem Freund, der mir sehr wertvoll ist. Dieser Freund, der musste heute besonders viel Geduld mit mir aufbringen, denn dem habe ich heute mein Herz ausgeschüttet. Und wahrscheinlich habe ich auch ziemlich viel gejammert. Aber er saß geduldig da und hat mir zugehört. Und am Ende hat er mir auch noch zwei, drei gute Ratschläge mit auf den Weg gegeben, denn dafür ist er Experte. Er berät mich immer ganz wunderbar. Drei Freunde, die an meiner Seite waren heute. Ich bin reich. Ich bin aber nicht nur heute reich, ich bin jeden Tag meines Lebens reich. Jeden Tag, jede Stunde, jede Minute, jede Sekunde, ich bin immer reich, weil ich noch einen ganz anderen Freund an meiner Seite habe. Ich rede natürlich von Gott. Gott ist nämlich für mich wie ein Freund oder wie eine gute Freundin. Gott kann ich alles erzählen. Auch die peinlichsten Peinlichkeiten finden bei ihm Gehör und ich kann sie ihm anvertrauen. Ich habe Gott Vertrauen. Und das zu Recht, denn ich weiß, Gott lässt mich nicht im Stich. Gott lässt mich nicht fallen. Gott bleibt an meiner Seite. Und ich kann ihm all meine Sorgen anvertrauen. All eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Das steht auch im ersten Petrusbrief. Ein Wort, was finde ich in dieser Zeit besonders gut und wohltuend zu hören ist, denn in dieser Zeit jetzt bewegt uns ja vieles und wir haben viele Sorgen. Wie geht das weiter mit unserem Land, mit diesem Coronavirus? Was kommt da noch auf uns zu? Es gibt vieles, was uns Sorgen macht. Aber wir dürfen eins wissen. Wir sind nicht allein mit unseren Sorgen, sondern wir haben Freunde an unserer Seite, die uns zuhören, die uns Mut zusprechen, die uns trösten. Und der wichtigste von allen, das ist Gott.